Ich bin Sebastian. Ja, ich heiße Vujana. Ich bin der Felix und bin 8 Jahre alt. Ich heiße Helena, bin 6. Und wir haben 20.000 Euro gewonnen. Bei der Aktion Mensch. Ja, das war mein Los. Also ich habe irgendwann dann 2 Lose gekauft, monatlich. Und ja. Das ist gar nicht so lange her vorher gewesen. Und dann packe ich aus und der erste Knick, herzlichen Glückwunsch. Und da habe ich schon, weiß ich nicht, Gänsehaut gekriegt und denke, nein, nein. Und dann stand da diese Summe und ich denke, nein, das kann jetzt nicht sein. Und habe wirklich sofort Gänsehaut, Tränen, Lachen. Meine Kinder kamen angerannt, was ist passiert? Ich habe gewonnen. Ah, yeah! Ich saß im Büro. Und meine Frau rief mich an und ich habe eigentlich mit einer schlechten Nachricht gerechnet. Ich habe gedacht, ach, jetzt hat das schon wieder nicht funktioniert. Der Termin ist nicht, der Handwerker ist nicht da oder irgendwie sowas. Und dann hat meine Frau geweint und ich habe gefragt, was ist los? Was ist denn passiert? Und sie hat am Anfang nur gestammelt und hat gesagt, freust du dich für mich? Ich habe gewonnen. Und ich sage, ja, was, wo, wie, was denn? Bei Aktion Mensch. Und ich sage, was denn viel? Ich sage, ja. 20.000. Was? Sie so viel gewonnen? Ja, und dann habe ich gesagt, super, geil, finde ich Hammer. Ja! Früher in Rente zu gehen, wirklich, also das ist, ja, das ist mein Plan. Ein Wohnwagen. Und dazu einen Nintendo Switch. Um für die ganz lange Perspektive Rente, Ruhestand einfach ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, haben wir gesagt, wir wollen das eben langfristig anlegen für uns. Wenn wir schon bei sowas in irgendeiner Art und Weise mitmachen, dann soll es was sein, wo ein bisschen Sinn dahinter ist. Und da kam eigentlich Aktion Mensch nur für ins Spiel. Und dann habe ich halt gedacht, ja gut, die sozialen Projekte. Wir wollen was haben, wenn es uns oder irgendjemand einzeln nicht trifft, dass das große Ganze dann nicht aus dem Auge fällt. Wenn ich nicht gewinne, gewinnen andere. Das ist der Gedanke gewesen, warum wir Aktion Mensch gemacht haben.